Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2. Ja, nachdem ich die letzten beiden Folgen doch hier mehr oder weniger planlos durch die Gegend geirrt bin, habe ich doch jetzt noch einen kleinen Tipp bekommen und das werde ich jetzt auch gleich ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, gucke, der George, der nimmt den Schlauch wieder ab. Genau, und zwar, ich kann wohl irgendwie noch was mit dem Schlauch machen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal probieren, den hier mit der Katze oder mit irgendwelchen anderen Sachen auszuprobieren. Ich Also. schätze, ich könnte die Katze mit Hilfe des Schlauches auf eine erdnahe Umlaufbahn befördern. Eine Art Katzerpull. Ja, nee, das hat man ja schon. Der einzige Tipp, den ich nämlich bekommen habe, ist, dass man den Schlauch auch wieder von dem Baum abmachen kann. So, und jetzt gucken wir mal, ob man Dani vielleicht hier oben an dem Flaggenmast. Oha. Oh, ich habe da gerade eine Idee. Vielleicht können wir an dem Schlauch ja den Fisch ranbammeln. So, komm mal mit, George. So, da gehen wir noch mal fix zum guten Rio. Zum Rio Grande. Nee, eigentlich so groß ist er ja nicht, aber. Hallo? Hast du einen Fisch für uns? Ich brauche noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Ja, mach mal. Komm, Junge, sieh zu. Wir brauchen den Fisch dringend. Bringend. Alle hepp. Na, komm, jetzt mehr da nicht so lange rum. Gib das Ding her. Ach so, müssen wir auch noch mit dem reden. Ha. Hier ist ein Fisch, nimm schon. Ja, alles klar. Gut. Eingepackt und abgezischt. So. Dann gehen wir mal wieder hier lang. Lalalala. Vorbei in Theodoliten. Die Treppe hoch. Gucken wir mal, ob wir den Fisch mit dem Schlauch verknüppern können. Ist ja nicht wahr. Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Oh, der ist gut. Komm, wir nehmen den Ball. So, jetzt haben wir den Ball. Schön. Das ist der Ball, den ich der Katze weggenommen habe. Tja, können wir jetzt was mit der Katze anfangen? Nee, können wir jetzt den Schlauch? Ich will nicht den Zorn dieses Monsters auf mich lenken, indem ich meine Finger in Reichweite seiner Krallen bringe. Okay, gut. Das dachte ich mir schon fast, können wir jetzt hier leider hochgehen. Den Schlauch jetzt vielleicht abmachen. Oha. Yeah. Da hat sie ihren Fisch. Sehr schön. So, und jetzt. Jetzt denke ich, gehen wir doch noch mal mit dem Schlauch zum Baum. Mann, wenn ich mir das jetzt überlege, wird bestimmt der eine oder andere sich gedacht haben: Oh mein Gott, warum macht er den Schlauch jetzt schon an den Baum dran? So vor 2 Folgen oder so. Naja, aber wie das halt manchmal so ist, ne? Ich lege den Ball in die Schleuder. Genau, aber jetzt machen wir das ordentlich. Ziele sorgfältig. Und Schnips. Jawohl. Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Yeah, Baby. Woo. Jetzt kommt der gute Mann hier nach oben. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt nämlich ganz sachte nach unten schleichen. Wir haben damit nichts zu tun.
Was zur Hölle geht hier vor? Ja, Bronson, Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolit-Markierung rumgemacht? Nein. Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach, wirklich? Na schön, ich warte. George? Wir wollen hier nicht warten. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, als erstes mal speichern wir hier die ganze Chose. Verschwinden erstmal wieder nach unten. Gucken uns mal jetzt endlich diese Pläne an hier. Das wollten wir doch schon die ganze Zeit machen. Das kann ja nicht in Vergessenheit geraten. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Aha, wo kämen wir denn hin? Na, jetzt guck. George? Hallo? Hey, hauen Sie da sofort ab! Es ist ja nicht wahr. Und bleiben Sie auch weg davon! Alter Verwalter, selbst von dort oben. Können wir den Theodoliten einpacken? Jo. Okay. Alles klar, der George hat den Theodoliten eingepackt. Ja. Mensch, Rio, wie geht's denn dir? Hallo? Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Na ja gut. Dann halt nicht. Ja, dann machen wir uns nochmal auf den Weg nach oben. Haben wir jetzt den Theodoliten? Was können wir mit dem Ding machen? Ich denke, ich gehe nochmal nach oben. Und laber noch mal mit dem komischen Typ auf seinem Fahnenmast. Ja, ich denke doch. Hallo, Mr. Bronson? Ich? Können wir auf die Leiter gehen? Ja. Was liegt an, Bronson? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Stobbart. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Sehe ich auch so. Wir nehmen uns mal die Markierung mit. Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Sehr hübsch eingepackt. So, jetzt haben wir so ein helles Ding. Das ist die elektronische Markierung, die Bronson für seinen Theodoliten benutzt hat. Und? Bronsons Theodolit. Ein rotes Höschen mit Nochmal? Ein rotes Höschen mit Spitzenrand und einem großen schwarzen Satinherzen als Verzierung. Ach, schön. So. Hey, holen Sie mich runter! Wie heißt das kleine Zauberwort? Bitte? Schade, ich dachte eher an Alakazam. Tja, uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Oh, schade aber. Jetzt gucke ich mal hin. Der Reiz des Neuen, mal mit einem Fahrradreifenschlauch in der Tasche rumzulaufen, ist verflogen. Ich lasse ihn einfach hier. Aha, okay. Und die Katze? Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Ja gut, das hat man natürlich schon. Okay, jetzt wo der gute Mensch da oben rumbaumelt, werden wir doch aber hoffentlich endlich den Plan angucken dürfen, können, müssen, sollen. Mitnehmen können wir ihn jetzt. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel.
Aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein 5-stöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Zusammen mit dem Fisch. Oh, der weggepackt ist. Okay, da hätten wir das. Jetzt haben wir die Pläne. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was wollen wir hier eigentlich? Wir wollen doch eigentlich so einen komischen Stein, das heißt, wir wollen in das Museum rein. Rio, kannst du uns nie irgendwie helfen? Ja, Plan. Schau hier, Bronsons Pläne. Und, hatte ich recht? Ist der Penner ein Betrüger? Worauf du dich verlassen kannst. Ja. Ja, nu? Ja, das war's jetzt. Schön. Ich noch mal ein bisschen. Sonst will ich von Rio eigen... Ach. Okay, gut. Das heißt, der will uns nichts weiter erzählen. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt mit dem Plan? Eigentlich müssten wir das den beiden Schwestern erzählen, denke ich mir so. Ach, guck mal. Sieh da! Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann. Schnell, bevor er runterfällt. Warum? Nö. Das sehe ich heute nicht mehr ein. Hi, dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf. Helfen Sie lieber dem armen Mr. Bronson. Naja. Also, naja, der wollte doch dort hoch. Wissen Sie, so ein Nebenjob als Flagge stünde Ihnen nicht schlecht. Holen Sie mich runter! Erst wenn die alten Ladies erfahren haben, was Sie hier abziehen wollten. Ja. Ich habe Ihre Pläne, Bronson. Ich weiß alles über das Hotel. Ja und? Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und den alten Mädels. Diese netten alten Ladies haben Ihnen vertraut. Das hier wollten Sie bestimmt nicht. Leute wie die wissen doch gar nicht, was sie wollen. Statt Geld mit diesem Mausoleum zu verschwenden, könnte ich hier richtig Profit rausholen. Aber das hätten Sie erst mit den Damen besprechen sollen. Sehe ich auch so. Wenn ich Sie runterlasse, versprechen Sie dann, Ihre ganzen Pläne offenzulegen? Aber natürlich. Und Sie werden sich mit Miss Frost und Miss Mina auf einen geschmackvollen Kompromiss einigen? Geschmack? Was hat denn Geschmack mit Architektur zu tun? Oh Mann, Sie müssen wohl doch noch ein wenig da oben bleiben, bis Sie zur Vernunft gekommen sind. Sie elende Ratte. Ja, bis doch. Später mal, Bronson. Tschüss. So, können wir nie einfach das Ding den Catch-Schwestern geben? Hier, Bronsons Pläne. Oh. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ist ja nicht zu fassen. Warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Jetzt gibt's bestimmt was auf 12. Mr. Bronson, Sie dürfen sich ab sofort als persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Moment. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina, das Schloss. Vielen Dank, meine Damen. Stopper, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Autsch! Och, nö, ich denke nicht.
Das hat er sich ja selber eingebrockt. Nicht wahr? Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, fahre ich nach London. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Weit hergeholt? Ach, für mich klingt das naheliegend. Ach ja. Endlich mal wieder die Nico steuern. Was hat sie denn alles im Inventar? Ihr Handtäschchen. Naja, aber was da drin ist, das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss.